Hallöchen, ihr Lieben. Es ist wieder mal Zeit für einen Nagellack-Haul. Ja, es ist schon einiges wieder zusammengekommen seit dem letzten Mal, wo ich einen abgefilmt habe. Und es ist tatsächlich so ein bisschen Sale verschuldet. Und zwar werden ja die Nagellacke bei Catrice gerade abverkauft. Also teilweise, weil da ein Sortiments-Update stattfindet. Und dann werden oder wird oder ist die ganze Rival de Lubiang-Theke im Abverkauf. Ja, genaue Details weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht, wo ich dieses Video hier drehe. Ich weiß halt nur, dass Rival de Lubiang sozusagen vom Markt verschwindet und durch eine andere Marke ersetzt wird. Also es wird wahrscheinlich die Eigenmarke von Rossmann bleiben und wahrscheinlich auch wieder die junge Reihe daraus. Aber irgendwie macht mich das so ein bisschen traurig. Also es war ja immer so, dass Rival de Lubiang so ein bisschen unterschätzt war und halt nicht wirklich so immer gezeigt wurde und halt auch ein bisschen schlechtes Image hatte, weil es halt irgendwie keine gute Qualität sein sollte. Aber da kam es halt auch drauf an, auf die Person, die da halt eine Review zu gedreht hat. Und jetzt will ich gar nicht weiter darüber reden, sondern euch einmal die Nagellacke zeigen, bevor es jetzt hier wieder ewig lang wird. Ich fange mal mit dem kleinen Kästchen an und dieses Mal zeige ich euch das Nail-Art-Zubehör als erstes, weil ich nicht so wirklich viel habe. Also ich habe mir zwar viel Glitzer in letzter Zeit gekauft, aber nicht für Nail-Art, sondern halt für Basteleien. Und zwar habe ich mir dieses Glitzerpuder gekauft. Da sind 6 Tütchen mit je 2 Gramm drin. Das kostet 1 Euro, ist von Woolworth und die habe ich fast hauptsächlich wegen dieser Holo-Flakies gekauft. Also ich kann ja eigentlich holographischen Sachen überhaupt nicht widerstehen. Und es sind aber noch so ein paar andere schöne Sachen drin. Und zwar von dem schwarzen Glitzerpuder habe ich mittlerweile viel und glaube auch von dem transparenten und den silbernen. Aber die Sterne finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und solche kleinen Sterne sind super für Nail-Art zu gebrauchen. Das ist sozusagen mein einziges Nail-Art-Zubehör, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dann will ich bei Woolworth bleiben. Und zwar hat Woolworth auch diesen Halloween im Dunkeln leuchtenden Nagellack rausgebracht. Also Teddy hatte ja auch einen, da war aber das Gesicht des... es ist ja eigentlich so ein Kürbisgesicht, aber hat halt einen Zylinder auf. Und das Gesicht von dem von Teddy ist halt so ein bisschen böse dreinblickend. Und das Gesicht von dem Woolworth-Nagellack guckt halt ganz süß, ganz niedlich und lächelt. Und ja, ich mag Neon-Nagellack eigentlich ganz gerne. Und meistens muss ich da mindestens 2 Schichten auftragen, damit es halt schön leuchtet. Und deswegen habe ich mir gesagt, hole ich mir das. Das ist einer, der kostet normalerweise 1,99 €, aber jetzt 1 Euro. Es gibt sie halt teilweise jetzt noch zu kaufen. Und davon habe ich mir halt 2 Fläschchen mitgenommen. Da sind 14 Milliliter drin. Die sind eigentlich beide, also diese Nagellacke von Teddy und die Nagellacke von Woolworth, sind beide vom Aufbau her gleich, nur dass irgendwie das Gesicht halt anders ist. Das fand ich halt irgendwie ganz witzig. Und ich habe irgendwie vor, mir solche besonderen Formen von Nagellackflaschen zu sammeln und da halt mal gucken, dass ich da ein schönes Plätzchen für finde und das dann sozusagen präsentiere, aufstelle. Ja, da habe ich die beiden einmal mitgenommen. Und dann halt bei dem Thema besondere Nagellackfläschchen zu bleiben, habe ich mir halt diese Kussmund-Nagellacke gekauft. Da ist einmal so ein sehr dunkles Lila bei. Leider, ich muss mal gucken, dass ihr das irgendwie seht. Leider sind die Pinsel wirklich sehr dünn, aber ich habe die tatsächlich wirklich nur gekauft, der Optik wegen. Da ist einmal ein dunkles Lila dabei, ein helles Flieder-Lila, wo sich halt schon so die Farbpartikel absetzen, aber egal, wie gesagt, fast eigentlich nur wegen der Fläschchen gekauft. Dann ein dunkles, blutartiges Rot, was in der Kamera wieder heller wirkt als im echten Leben. Und dann ein schönes Pink. Ja, und so ein Standard-Pink von der Farbe her. Die Fläschchen kosten je 1,49 Euro. Wie viel Milliliter ist da eigentlich drin? Das war mir, wie gesagt, auch egal. 5 Milliliter, aber wie gesagt, da werde ich dann die Zettelchen abmachen und mir irgendeinen schönen Platz dafür suchen. Dann habe ich mir 2 Nagellackfläschchen bei Marktkauf gekauft. Und zwar, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, wie diese Nagellackmarke heißt. Das habe ich mir natürlich jetzt nicht gemerkt. Oh, das ist scheiße. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt und der steht hier nicht drauf. Und, es sind 2 blaue Nagellacke, die sich furchtbar ähnlich sehen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum ich beide gekauft habe. Im Laden sahen sie ein bisschen verschiedener aus. Also bei dem ist es so, dass er mehr türkis ist. Und bei dem ist es halt so, dass er mehr so bläulich ist. Und die haben auch beide verschiedene Nummern. Einmal die 402 und einmal die 505. Ja, hätte eigentlich nicht sein müssen. Auf jeden Fall habe ich mir die beiden geholt. Da sind jeweils 11 Milliliter drin. Und das ist halt eine Nagellackmarke, die es beim Marktkauf gibt. Und die habe ich mir eigentlich auch nur geholt, weil die reduziert waren. Das ist
ist jetzt ein bisschen doof. Also ich hoffe, ich kriege vielleicht noch raus, was das für eine Marke war und blende die ein. Oder blende es halt mal wieder nicht ein, weil ich es nicht weiß. Auf jeden Fall durften die mit. Ich werde hier auch noch mal kurz ins Fläschchen gucken. Ja, die Pinsel sind soweit eigentlich ganz in Ordnung. Sie sind jetzt nicht die größten, aber es sind auch nicht super dünne, hässliche, kleine Pinsel. Das sind so Gel-Effekt-Nagellack. Also es sind keine Gel-Nagellacke. Da habe ich auch noch mal geguckt, weil ich möchte halt ungern Gel-Nagellacke auf meine Nägel auftragen. Und dann hier, finde ich zumindest, ist schon deutlich zu erkennen, das ist der türkise und das andere ist ein blau-türkiser Nagellack. Dann habe ich mir wieder Orly-Nagellacke gekauft bei TK Maxx. Dieser hier hat jetzt 4,99 Euro gekostet und ist ein schönes Rot. Es sieht halt so ein bisschen jellyartig aus und hat so rote Glitzerpartikel drin. Finde ich wirklich sehr schön und da freue ich mich schon drauf, wenn ich den das erste Mal auftragen kann. Jetzt lusche ich nochmal, was der für einen Namen hat. Ach ja, genau, das steht immer unten. Und zwar ist das Opening Night. Dann noch ein schöner roter Glitzerlack. Das ist aber eher so ein Metallisch-Finish-Nagellack. Also ich mag halt wirklich die Pinsel von den Orly-Lacken wirklich sehr gerne. Und ja, es ist halt ein wirklich schöner und da bin ich auch drauf gespannt, wann ich den das nächste Mal, überhaupt das erste Mal lackieren kann. Und der Name von dem ist Star Treatment. Dann habe ich mir so einen eigentlich hässlich gelben Nagellack gekauft, aber ich habe halt das Bedürfnis, ein bisschen meine gelben Nagellacke aufzustocken, um da halt ein bisschen ein paar unterschiedliche zu haben für Nailarts und so weiter. Und der nennt sich Never a Dulce Moment, was auch immer das heißen soll. Jetzt gucken wir da auch mal rein. Dieses Schild macht mich auch ein bisschen wahnsinnig, ne? So, das mache ich jetzt mal ab, ist ja egal. So. Und zwar ist das so ein ähnlicher Pinsel wie bei diesen Marktkauf-Nagellacken. Es ist halt, weiß ich nicht, könnte man das als Senfgelb bezeichnen? Ich glaube schon. Ja, wie gesagt, das werde ich vielleicht mal so für ein Instagram-Foto einzeln fotografieren, aber ansonsten wäre das eigentlich keine Farbe, die ich so tragen würde. Dann durfte dieser geile glitzernde Nagellack mit. Das ist der Can't Be Camouflaged. Der hat auch 4,99 Euro gekostet. Ach Gott, die gehen auch manchmal richtig schwer auf. Er ist wahrscheinlich schon mal benutzt worden im Laden oder keine Ahnung. Ja, da ist einiges drumherum. Ja, das ist ein schöner Glitzertopper. Das ist kein eigenständiger Nagellack. Der wird halt transparent auf den Nägeln sein. Der sieht halt wirklich ziemlich geil aus. Der glitzert und funkelt. Und da sind so viele verschiedene Blau-Grün-Gelbtöne drin. Und verschiedene Größen von Glitzerpartikeln. Da freue ich mich schon drauf. Dann habe ich mir den OPI Infinite Shine Gloss Brilliant Top Coat gekauft. Der hat den Namen Infinite Shine Pro Stay Top Coat. Ja, hat auch 4,99 Euro gekostet. Ich hatte mir einfach gedacht, wenn ich mal irgendwie so nur halt OPI-Lackierer auftrage, dass ich dann halt einen Top Coat habe. Und dann habe ich dieses geile Ding gefunden. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich hoffe, ich muss mal gucken, dass die Kamera das einfängt. Was für eine geile Farbe! Das ist ein Lila mit so einem gold-orange-roten Glitzer drin. Also das ist wirklich eine Farbe. Boah, die möchte ich als nächstes lackieren. ja, das ist auch so ein blautoniger Nagellack. Also da bin ich echt gespannt drauf. Ich muss mal gucken, dass ihr das irgendwie so ein bisschen in der Kamera seht. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall eine wirklich sehr schöne Farbe. Kostet auch 4,99 Euro. Und der heißt Turn on the Northern Lights. Also der hat sogar teilweise so einen leichten grünen Schimmer drin. Ne? Die Nordlichter, die schimmern tatsächlich so ein bisschen. Das ist wirklich ein sehr geiler Lack. Da überlege ich tatsächlich, hätte ich mir doch mal vielleicht da ein Backup von besorgt. Mal sehen. Dann müsste das der letzte Lack von TK Maxx sein. Also das waren jetzt alles TK Maxx Nagellacke. Das sind alles Nagellacke, die es, glaube ich, offiziell nicht mehr zu kaufen gibt, sondern halt nur noch so bei TK Maxx oder halt dann auf Kleiderkreisel und so weiter. Und da habe ich dann diesen schönen, glitzernden, metallisch-finnischen Nagellack gefunden von Essie. Ich kaufe mittlerweile Essie-Nagellack, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Fan von Essie bin, aber ich gucke halt irgendwie reduziert. Ich habe die, glaube ich, noch keinen wirklich voll bezahlt. Der kostet auch wieder 4,99 Euro. Wie viele Liter sind denn da drin? Wie viele Milliliter? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist ja auch egal, ihr kennt ja die Essie-Nagellacke. Und da das jetzt ein älterer Nagellack ist, hat der
der noch diese hässlichen, dünnen Pinsel. Ich kann nicht verstehen, wie Essie die damals so, sag ich mal, beliebt und berühmt werden konnte mit diesen fürchterlichen, dünnen Pinseln. Also, ich habe noch keinen von diesen alten Nagellacken benutzt und aufgetragen, deswegen kann ich da noch nichts zu sagen. Vielleicht ist es ja ein super geiler Auftrag, aber ich hasse sie einfach. Und der durfte mit, jetzt lusche ich mal, der heißt, oh Gott, Sil Vous Play, was auch immer das heißen soll, ist wahrscheinlich französisch. Wie gesagt, ein schönes metallfinnisches Pink. Dann geht's jetzt mit Drogerienagellacken weiter. Da habe ich mir wieder mal den Ultra Quick Dry Top Coat von Trended Up gekauft. Der kommt fast jedes Mal mit. Dann habe ich mir den schwarzen Nagellack aus der Catrice Iconails Reihe gekauft. Der hat die Nummer 20 Black to the Roots. Ja, also ich rede, glaube ich, in jedem zweiten Video davon, dass ich mal Vergleichsvideos machen möchte von Schwarz, Weiß und so weiter. Und ja, deswegen habe ich halt den mal mitgenommen. Weil eigentlich habe ich genügend schwarze Nagellacke. Brauchen tue ich den nicht. Dann habe ich mir den Ultra Quick Dry Top Coat in der neuen Form gekauft. Also ich habe den ja in diesen kleinen, pummeligen Fläschchen. Und den haben sie dann halt sozusagen neu aufgelegt in diesen größeren Fläschchen. Dann, um bei Essence zu bleiben, habe ich mir das Nail Caring Öl gekauft. Das hat so Aprikot Aroma drin. Bin ich mal gespannt, ob ich das besser finde als das andere Öl, was ich von Essence hatte. Und dann, was ich auch ganz gerne mag, ist dieser Gel Top Coat Effekt Nagellack von Miss Lynn. Also den finde ich eigentlich ziemlich gut. Der trocknet die Nägel ganz gut durch und hat auch so von der Sache her eine schöne Optik. So, hier in dem anderen verstecken sich tatsächlich noch zwei OPI-Nagellacke, die habe ich bei TK Maxx gekauft. Zwar habe ich dieses schöne Türkis gekauft. Da ist jetzt leider der Sticker mit dem Preis vorne auf der Schrift drauf. Der wurde reduziert von 4,99 Euro auf 4 Euro. Ist jetzt nicht so der Mörder-Preisreduzierung, aber egal. Jeder Cent zählt bei einem Nagellacksammler. Das ist die Dance Party Till Dawn. Ist halt ein schönes, ganz einfaches Türkis. Also da ist nichts Schimmeriges, Glitzeriges oder Sonstiges dabei. Es ist einfach nur ein ganz einfaches Türkis mit diesen wunderschönen OPI-Pinseln. Und dann habe ich mir diesen goldenen Glitzerlack mitgenommen. Ich sammle ja immer noch so ein bisschen goldene Glitzernagellacke und gucke mir dann an, wie sie auf den Nägeln aussehen, weil manche haben leider zumindest bei mir so einen Grünschimmer. Und der nennt sich Dazzling Dewdrop. Und auch hier einmal gucken. Der ist halt, wird jetzt wahrscheinlich in der ersten Schicht nicht deckend sein, aber in der zweiten Schicht denke ich mir mal schon, es ist halt ein alleinstehender Nagellack und kein Topcoat. Obwohl er vielleicht in der ersten Schicht auf einer anderen Farbe schon als Topcoat verwendet werden könnte. Jetzt müsste ich durch sein mit den TK Maxx Nagellacken und so weiter. Und dann, was zeige ich euch als erstes? Ich habe noch so ein paar Limited Edition Nagellack, wo ich euch leider kein Video von abfilmen kann, weil es einfach zu spät dafür ist, weil die LE entweder raus ist oder halt sich keiner mehr dafür interessiert. Ich habe mir aus der Smoked Rose Maybelline LE dieses wunderschöne Rot gekauft. Das ist die Nummer 547 Flamed Rose oder Flamed Rose, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch so ein Metallic-Finish-Nagellack und der sieht halt schon ziemlich geil aus. Also ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, um mir die Nägel zu lackieren und das öfters zu machen. Ich mache das halt mittlerweile jetzt nur noch einmal die Woche und irgendwie will die Kamera jetzt nicht fokussieren. Ich habe bei meinem letzten Haul gemerkt, dass ich da teilweise nicht jeden Nagellack gezeigt habe und ich finde es irgendwie schöner, wenn ich euch einfach nochmal die Pinsel zeige. So, das ist das gute Stück. Dann darüber kann ich leider auch kein Video mehr machen. Ich glaube, die LE gibt es mittlerweile auch nicht mehr und auch jetzt sowieso, weil die ganze Marke ja auch rausfliegt. Und zwar ist das die Crystal Fusion LE von Rival de Lubiang. Da habe ich mir den Glitzer-Topper mitgenommen. Eigentlich wollte ich ihn nicht mitnehmen, aber es ist halt Rival de Lubiang Nagellacke, waren halt wirklich super günstig und ja, wer steht denn nicht auf so einen richtig schönen Glitzer-Nagellack? Das ist die Nummer 01 Kohl Quartz. Also der Funkel ist so schön hier in der Kamera. Na. Und dann war der zweite aus der LE, dieser dunkelblaue Glitzernagellack. Der hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Nagellack aus der Midnight Masquerade LE von Essence. Aber naja, ich bin halt ein Sammler. Das ist die Nummer 02 Saphir Quartz. Ich finde zwar nicht unbedingt, dass das so sonderlich Quarzfarben sind, aber egal. Auf jeden Fall ist das jetzt hier so ein schönes dunkelblaues Glitzer. Und ja, bin ich mal gespannt. Es ist ja gerne mal so, dass bei solchen dunkelblauen Glitzernagellacken fast nur das Dunkel zu sehen ist und das Glitzernde nicht. Da bin ich dann auch mal gespannt, wenn ich mal Zeit zu finde, den zu lackieren, wie der da aussieht. Dann zwei Limited Edition Nagellacke, wo ich euch ein Video zugedreht habe und wo das Video eigentlich schon online sein müsste, wenn ihr jetzt dieses Video
Video seht. Und zwar ist das die Nummer 002 Make a Wish und die Nummer 003 Ho Ho Ho. Da werde ich jetzt die ganzen nicht auf dem Pinsel zeigen, weil ich da ein extra Video gemacht habe. Und dann auch noch zwei Lacke, worüber ich wirklich gerne ein Video gedreht hätte, aber leider auch die Zeit gefehlt habe. Und zwar ist das von Trend It Up die Catch the Light LE. Da habe ich mir die zwei schönsten rausgenommen. Einmal so dieses Dunkelgrün, weil ich ja irgendwie doch nicht so wirklich vielfältige grüne Nagellacke in meiner Sammlung habe. Und dann halt dieses Dunkle mit auch so ganz vielen kleinen Glitzerpartikeln drin. Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann am Ende auf den Nägeln aussieht, wie das da rüberkommt. Also es sieht halt sehr bunt in dem Lack aus. Also da ist so, kommt so blau, rot, rosa, gelb, lila rüber. Also ist eigentlich eine sehr interessante Farbe. Es kann natürlich sein, dass es auf den Nägeln dann einfach nur ein dunkler Lack ist. Und der grüne hat jetzt nicht viele verschiedene Farben drin, sondern ist halt einfach nur ein grüner Glitzerlack. Aber wenn ich halt zum Beispiel dieses Jahr mal wieder einen Weihnachtsnageldesign mache, dann kann es halt sein, dass ich den dann verwende, weil der sich da wirklich sehr für anbietet. Ich mag das Fläschchen von Trend It Up Nagellacken und auch die Pinsel, die sind halt wirklich gut. So, jetzt dürfte hier nur noch Miss Lynn, Catrice und Rival de Loup Young Nagellacke drin sein. Ich habe ganz viele Miss Lynn Nagellacke gekauft, weil ich wohne ja in Hamburg. Ich lebe ja in Hamburg. Und da haben wir einen Butni und der Butni hat anscheinend Miss Lynn aus seiner Kosmetiktheke rausgeschmissen. Und da habe ich dann natürlich zugegriffen, weil es waren, glaube ich, 50% Rabatt auf die ganzen Nagellacke. Und da habe ich mir einige mitgenommen. Das ist einmal dieser, das ist aus der Silky Touch Reihe, die Popular Art. Das ist so ein schönes Korallrot. Dann aus der ganz normalen Reihe Miss Lynn Nail Polish. Der Unicorn, das ist halt so ein Orange-Rot-Gold-Glitzer-Nagellack. Ich glaube, der kann als Topcoat und als eigenständiger Nagellack verwendet werden. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, euch das zu zeigen. Ich werde vielleicht über einige dieser Miss Lynn Nagellacke noch ein Video drehen und ihr könnt mir dann gerne mal verraten, über welche ihr da ein Video gerne vielleicht als nächstes sehen wollt. Ich zeige euch nochmal kurz den Silky Touch. Ja, das ist ein schönes Rot. Der hat dann so ein schönes samtiges Finish, so von der Optik her. Das mag ich immer ganz gerne. Dann auch wieder aus der normalen Nagellackreihe, die Venus. Ist halt so ein rosa lachsfarbener. Der wird sich so ein bisschen verändern, je nachdem, was ihr für einen Unterlack verwendet. Da bin ich auch mal gespannt, wie der dann aussehen wird. Würde ich jetzt auch sagen, dass das so ein Glitzer-Topper-Nagellack ist. Dann eine aus der Velvet Diamond Nail Polish Reihe, die Sugary. Ja, ist so ein halt, ist für mich so eine Babyrosa Farbe irgendwie. Also es ist kein Babyrosa von der Farbe her, aber halt so eine ganz sanfte, softe Farbe. Und die haben meistens so eine leicht strukturierte Oberfläche und die mag ich ganz gerne. Da habe ich auch mal über zwei Lacke ein Video gemacht. Das kann ich euch ja meinetwegen oben mal verlinken. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich trage tatsächlich mittlerweile mal gerne so ein paar simple, nudige Nagellacke. Das ist jetzt hier, den ich auf den Nägeln habe, der von Rival de Loup Young. Ich habe mir zwar schon gedacht, dass ich den so ähnlich zu Hause habe, aber ich mag Miss Lynn Nagellacke und eigentlich auch Rival de Loup Young Nagellacke und da habe ich mir halt beide gekauft. Dann auch ein ziemlich geiles Schätzchen, das im Laden doch leicht unscheinbar aussah, auch aus der Velvet Diamond Nail Polish Reihe, die Bright Love. Ist so ein braunrot mit Glitzer drin. Könnte ich mir auch vorstellen als alleinige Nagellack oder halt als Topcoat. Und dann auch hier wieder ein grüner Nagellack dabei aus der Miss Lynn Silky Touch Nail Polish Reihe. Die Glam of Hope, keine Ahnung, ich denke mal, es wird Gleam heißen. Ich hätte mir tatsächlich gerne noch mehr Nagellacke gekauft, aber ich habe tatsächlich diesen Abverkauf nicht so wirklich mitbekommen. Und als ich halt das entdeckt hatte, waren die Theken schon ganz schön geblundert. Ich war halt lange nicht mehr shoppen, um mein Portemonnaie ein bisschen zu schonen und schon bereue ich es wieder. Und dann, das müsste der letzte Miss Lynn Nagellack sein. Ach nein, nicht wirklich. Da kommt noch was. Und zwar wieder aus der normalen Nagellackreihe. So ein Rose Gold, dunkles Rose Gold. Ich kann die Farbe nicht ganz bezeichnen, aber das ist auf jeden Fall die Gorgeous. Der sieht auch sehr schön aus mit einem Metallic Finish. Das ist auch, also ich habe sehr viel rote Nagellacke von Miss Lynn mitgenommen, aber das waren auch eigentlich die Töne, die hauptsächlich noch da waren. Und dann habe ich mir von Miss Lynn das Nagelöl mitgenommen.
Das ist jetzt hier in der Pappverpackung, warum auch immer sieht das in der Pappverpackung die Nagellacke nicht. Also ich habe ja so eine kleine Nagelölsammlung und da habe ich mir das einmal mitgenommen, um mal zu gucken. Ich fand diese Inhaltsstoffe ganz gut, die ich da gelesen hatte. Und ich mag halt auch einfach die Fläschchen von Miss Lynn. Die sind wirklich richtig schön. Dann den 60 Sekunden schnell trocknenden Überlack. Ich hatte den irgendwie noch nie wirklich gesehen. Ich hatte gedacht, dass Miss Lynn nur diesen schnell trocknenden Überlack hat und habe mich halt schon gewundert, weil ja die, also es gibt so eine Nagellackreihe, die diese Form hat, diese eckige und dann halt die mit diesen, sag ich mal, runderen Nagellackfläschchen und deswegen musste ich dann den unbedingt mitnehmen, weil ich den unbedingt mal ausprobieren möchte. Dann nochmal ein Nagelöl, das ist ein Drei-Phasen-Nagelöl. Eigentlich bin ich da nicht so der Fan von, aber ich probiere es gerne mal aus. Leider ist jetzt hier das Öl schon durchgeschüttelt und ihr könnt halt jetzt die drei Phasen nicht sehen, aber ist egal. Bin ich wirklich sehr gespannt drauf, ob das gut ist. Ich habe ja schon ein paar Nagelöle in meiner Sammlung, die leider so ein bisschen wässrig sind, aber die brauche ich halt auch auf. Zweiter Versuch oder dritter Versuch, keine Ahnung, wie viel ich jetzt schon, wie oft ich jetzt schon gesagt habe, vielleicht bin ich durch. Ich mache mal weiter mit den Sale-Nagellacken von Catrice. Und zwar sind einige Nagellacke, und zwar fliegen jetzt einige Nagellacke aus der Iconails-Reihe raus. Und zwar ist das dieser glitzernde Nagellack, die Nummer 62 I Love Being You. Das ist ein Topcoat. Ja, das ist definitiv ein Topcoat und der sieht dann halt je nachdem, was für einen Untergrundlack ihr benutzt habt, verschieden aus. Ich weiß halt leider noch nicht, was für Effekte er hat, ob rot, blau, grün, wie er dann halt schimmert, wie er dann halt scheint. Hier so jetzt in der Kamera sieht es aus, als wäre es ein Topcoat, der dann halt so ein bisschen einen rötlichen Stich kriegt. Und meine Kamera kriegt es gerade überhaupt nicht hin, den zu fokussieren. Naja, auf jeden Fall, der Gute durfte mit. Dann ein ganz einfaches Rot. Also ich habe halt wirklich sehr viele rote Lacke dieses Mal gekauft. Das ist die Nummer 57, Make Your Polish a Priority. Das ist aber nicht nur ein schlichtes, einfaches Rot, sondern das ist halt ein Rot mit so einem leichten Schimmer drin. Aber nach meinen Erfahrungen wird dieser Schimmer auf den Nägeln wahrscheinlich dann leider nicht zu sehen sein. Dann die Nummer 70, Easy Peasy Green Squeezy. Das ist so ein ganz schlichtes Türkis-Grün Metallic Finish Nagellack. Ich fand ihn jetzt eigentlich nicht besonders. Ich hatte auch damals überlegt, als er in die Retike reingekommen ist, ob ich mir den hole oder nicht. Und habe mich halt dagegen entschieden. Aber ich habe mir halt jetzt vorgenommen bei Sales, dass ich mir halt die Lacke dann doch alle kaufe, weil irgendwie mein Sammlerherz hochschlägt. Und wie gesagt, für Nail Arts kann man nie genügend verschiedene Nagellacke haben. Also 1000 Farbtöne von Grün, Türkis und so weiter. Oder 1000 verschiedene Metallic-Nagellacke. Daher habe ich mir den jetzt doch mitgenommen. Ich befürchte, das wird so ein Zwei-Coater, nicht One-Coater, sondern Two-Coater sein. Also da müssen mindestens wahrscheinlich zwei Schichten aufgetragen werden oder vielleicht sogar drei Schichten. Aber ich finde den halt irgendwie doch hübsch, ne? Und für die Hälfte nehme ich sowas dann gerne mit. Und dann, ja, würde ich sagen, auch wieder ein Top-Coat. Und zwar die Nummer 50, Never Change a Pearly Polish. Also es ist halt so ein perlfarbener Nagellack. Die waren ja auch mal so ein bisschen Trend vor ein paar Jahren und da gab es halt ganz viele verschiedene. Bei dem habe ich auch überlegt, ob ich mir den mal mitnehme oder nicht und wollte halt immer nicht. Und jetzt halt für 50% habe ich mir den mitgenommen. Der wird wahrscheinlich dann auch beim Lackieren anders aussehen, je nachdem, was für einen Untergrundlack ihr benutzt. Und dann habe ich dieses schöne Lila gekauft. Das ist die Nummer 69, If Not Purple, Then What? Das war ja die Pantone-Farbe von 2018. Von 2019 war das ja so eine Lachsfarbe und irgendwie war die gar kein Thema, aber die Pantone-Farbe, dieses Lila, war total das Thema in 2018. Habe ich mir tatsächlich nie gekauft, weil ich den garantiert schon so zu Hause habe. Wie gesagt, für meine Sammlung habe ich den jetzt mitgenommen und wie gesagt, für 50% ist das dann doch nicht so schmerzlich. Es ist halt ein schönes Lila mit einem leichten Metallic-Finish und so einem leichten Pink-Schimmer. Und dann habe ich meine Galactic Glow-Reihe vervollständigt. Darüber habe ich euch ja auch mal ein Video gemacht für über zwei von den Lacken. Und da habe ich mir irgendwie gesagt, nee, also ich muss die anderen jetzt nicht haben, weil die halt wirklich sehr schier sind, sehr schwierig waren. Und ja, es durften dann jetzt doch noch alle mit. Ich hatte ja auch schon den Orangen, als der abverkauft wurde, gekauft. Und jetzt halt ist die ganze Reihe rausgeschmissen worden. Da habe ich mir die Nummer 07 Feel the Cosmic Vibe gekauft. Das ist dieser blau-lila Ton. Also der sieht halt auch verschieden aus, je nachdem, was für einen Untergrund ihr verwendet. Dann der Pflaumefarben.
pflaumefarbene Ton aus der Reihe, die Nummer 06 Conqueror de Aurora. Da bin ich auch mal gespannt, wie der dann auf dem Nagel aussieht. Dann die Nummer 02 Enchanted by Prismatic Spell. Jetzt sehe ich gerade, ich habe ein Fläschchen erwischt, wo der Sticker so ein bisschen schräg drauf ist. Na egal. Auf jeden Fall ist das halt ein wirklich sehr transparenter Nagellack. Und der braucht dringend einen Basecoat runter. Also den bekommt ihr nie deckend, egal mit wie vielen Schichten. Der ist so ein bisschen ähnlich wie einer von denen oder weiß ich nicht, einer von denen. Aber wie gesagt, man kann nie genügend gleichfarbige Nagellacke haben. Dann habe ich die Nummer 01 Nighttime Stargazing. Eigentlich eine schöne Farbe, weil das halt so einen bläulichen Schimmer hat. Das ist ja wieder meins. Es sieht halt so im Fläschchen weiß aus, aber der wird wahrscheinlich dann auf dem dunklen Untergrund so blau-grünlich rüberkommen. Zumindest sieht er auf dem Pinselchen so aus und er dürfte das sogar jetzt hier in der Kamera sehen. Und dann einer, hinter dem ich so ein bisschen herjagen musste, weil der tatsächlich in fast jeder Theke ausverkauft war oder gar nicht erst drinne war. Und zwar die Nummer 03 Capture the Northern Lights. Das ist wieder halt so diese Nordlichterfarben, obwohl ich ja immer finde, dass die Nordlichter eher grün sind anstatt so blau-lila-pink, aber egal. Ja, den habe ich dann, nachdem ich mehrere Rossmann-Geschäfte abgeklappert habe, gefunden und mir sofort mitgenommen. Ja, also ich weiß nicht, wie oft jetzt diese ganzen Nagellackfläschchen nicht im Fokus waren, aber weil ich gucke halt gerne immer, was ich mache und nicht immer nur ins Display, weil ich dann immer so irgendwie daneben greife, Pinsel oder was auch immer. Ja, also das ist dann der letzte aus der Reihe, der mir noch gefehlt hat. Und es sind eigentlich schon schöne Nagellacke. Man muss sich halt nur darauf einstellen, dass man da auf jeden Fall einen Basecoat verwenden muss. Und dann hatte ich gerade schon gesehen, dass ich tatsächlich noch einen Mislin-Nagellack vergessen hatte. Und zwar den ganz einfachen schwarzen, die Black Beauty. Also da bin ich auch mal gespannt, ob das ein guter schwarzer Nagellack ist, der gut deckt oder ob der da auch zwei Schichten braucht. Da bin ich ja noch so ein bisschen auf der Suche danach. Und jetzt geht's an die Rival de Lubiang Nagellacke, die ich mir gekauft habe. Ich habe mir erstmal noch ein paar Backups gekauft und zwar diesen roten Neon-Nagellack. Da habe ich euch auch mal ein Video drüber gemacht. Kann ich euch auch mal da verlinken. Das ist die 03 Carnival. Deswegen werde ich den jetzt nicht mit dem Pinsel zeigen. Und dann habe ich nochmal die Nummer 2, weil die pinken Neon-Nagellacke mag ich ganz gerne. Dann habe ich mir noch den roten Eimer mitgenommen. Das ist die Nummer 02 Happy Days. Ja, also die anderen habe ich halt nicht geholt. Die habe ich entweder schon doppelt zu Hause oder halt aus der LE-Reihe von damals. Dann als Backup habe ich mir den blauen nochmal mitgenommen. Da habe ich jetzt insgesamt 3 Fläschchen von. Das ist die Nummer 04 Wonderland. Ich liebe blaue Nagellacke und ich liebe blaue Holo-Nagellacke und ich liebe diesen blauen Holo-Nagellack. Und dann so eine Art Backup ist dieser Nagellack, die Nummer 21 Indian Feeling. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, aber da sahen die Nagellackflaschen noch ein bisschen anders aus. Aber da ich diese Farbe so mochte und dieses Fläschchen schon fast leer ist, habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir dann doch nochmal eins davon mit, so als Backup. Das ist ein eher schierer Nagellack, aber in zwei Schichten, wenn ich mich nicht ganz täusche, konnte der deckend werden und da durfte der immer mit. Ich werde jetzt trotzdem kurz mal den Pinsel rausholen, dass ihr das mal sehen könnt. Wie gesagt, entweder kann ich euch das Video oben verlinken oder falls ich schon zu viele Videos oben verlinkt habe, werde ich es vielleicht in den Infotext schreiben oder ihr könnt es dann einfach in der Playlist von Rival de Lubiang finden. Dann habe ich mir noch einen blauen Nagellack mitgenommen, bei dem ich mir gar nicht sicher bin, ob ich den nicht vielleicht schon irgendwie habe. Entweder in der alten Version oder in der neuen Version. Das ist die Nummer 07 Blue Lagoon. Schönes Blau mit so einem leichten pink-lila Schimmer, wo ich noch gespannt bin, ob der auf den Nägeln dann auch rüberkommt, dieser pink-lila Schimmer. Dann, ja, ich würde sagen, vom Finish her so ein ähnlicher Nagellack, nur halt pink mit so einem orange-gelben Schimmer, die Nummer 46 Lazy Daisy. Das ist, glaube ich, neu ins Regal gekommen bei einem meiner letzten Rival de Lubiang Nagellacke. Da habe ich damals noch überlegt, ob ich den mitnehme oder nicht und habe mich dann erstmal dagegen entschieden und jetzt durfte er halt dann mit. Dann habe ich dieses orange-gelbe Gelbe, auch wieder vom gleichen Finish. Also es ist so ein bisschen Metallic-Finish-Nagellack, aber irgendwie nicht so richtig. Die Nummer 35 Morning Dawn. Bin zwar nicht unbedingt immer so der Fan von diesen, sag ich mal, eher helleren Nagellacken, weil ich es mag, wenn ich einfach eine kräftige Farbe auf den Nägeln habe, weil ich dieses Finish, diesen Farbwechsel mag. Und teilweise gefallen mir tatsächlich doch mal solche etwas schiereren Lacke. Habe ich den dann mitgenommen.
Bei den Rival de Lubiang Nagellacken war es ja so, dass sie dann einfach auch, glaube ich, 50% waren. Dann habe ich mir nochmal den Quick Dry Top Coat mitgenommen. Und dann habe ich mir die Nail Base mitgenommen, dass ich irgendwie nicht mitbekommen habe, dass es die gibt, dass es die existiert. Ich habe ja immer noch die alte verwendet, die ich von Rival de Lubiang habe. Und ja, jetzt habe ich mir die mal mitgenommen und habe ich jetzt tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Und zwar habe ich die Lacke, die ich jetzt trage. Das ist der goldene und der pinke. Der goldene ist die Nummer 36 Liquid Gold. Ich habe tatsächlich darüber schon ein Video gedreht. Und dann habe ich erfahren, dass die ganzen Nagellacke, die ganze Rival de Lubiang Theke komplett rausfliegt und die Marke rausfliegt. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, ob ich dieses Video überhaupt bearbeite und zu Ende drehe, weil momentan trage ich die Lacke ja noch. Ich weiß es noch nicht, also es ist jetzt so ein bisschen doof, aber ich habe mir zum Glück die Schnittarbeit noch nicht gemacht. Und dann habe ich den pinken, der halt so von der Sache her das gleiche Finish hat wie der goldene. Die Nummer 16 Shiny Star. Es ist halt ein sehr schierer, pinker Glitzer-Nagellack. Könnt ihr hier beide nochmal auf den Zeigefingern sehen. Also entweder kommen die irgendwann nochmal online oder ich werde das weglassen, weil es kann ja sein, dass es die Lacke immer noch irgendwo zu kaufen gibt und dann ist es trotzdem schön, da sozusagen Swatches von zu sehen. Und dann mein letztes Öl, das ist ein Zwei-Phasen-Öl mit Himbeerduft von Rival de Lubiang. Wie gesagt, auch wieder für meine Sammlung und bei 50% und so weiter habe ich mir das mitgenommen, bin da mal gespannt, wie das sich dann so macht, ob mir das hilft bei meiner trockenen Nagelhaut, bei meinen Nägeln und so weiter. Jetzt habe ich aber auch durchgerattert, aber ich bin trotzdem über eine halbe Stunde drüber. Ich bin mal gespannt, wie viel ich davon wegschneiden kann. Ich werde wahrscheinlich das Video fast so hochladen. Mal gucken. Ich will jetzt auch nicht lange weitersappeln. Das waren jetzt alle Nagellacke, die ich seit meinem letzten Nagellack- und Nail-Art-Haul gekauft habe. Erzählt mir, was ihr mir erzählen wollt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr wollt. Was habt ihr für Nagellacke zuletzt gekauft? Wart ihr bei den ganzen Zellgeschichten dabei? Wohnt ihr auch in Hamburg und habt auch die Miss Lynn Nagellacke vergünstigt bekommen? Habt ihr euch Rival de Lubiang Nagellacke gekauft oder findet ihr die doof? Es gibt ja ganz viele, die diese Marke überhaupt nicht leiden können, weswegen ich auch glaube, weswegen die Theke rausgeschmissen haben und diese ganze Marke überarbeiten. Schreibt mir, wie gesagt, was ihr wollt in die Kommentare. Ich mache jetzt das Ende von diesem Video und zwar danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mit dabei. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen schönen Abend, was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!